zurück, ihr Lieben, und willkommen zu den Nachbarsbauern. Am Shop mit dem Andi zusammen. Ich weiß nicht, was der hier macht. Ich will was mieten. Ich weiß nicht, was du vorhast. Ich kaufe, ich miete nicht. Ah, du kaufst, also ja. Ich weiß, ich bin nur der kleine Geringverdiener. Was ist denn das hier für ein Shirthaufen? Warum steht denn der hier rum? Der ist abgeschleppt worden vom Händler. Der wollte nicht so, wie ich wollte. So, ich muss jetzt mal hier kurz... Mal gucken, kann ich den wirklich kaufen? Nee, ich kann nicht kaufen. Ich muss auch mieten. Warte mal. Geringverdiener. Warte mal. Ja, dann beeil dich mal. Meiner steht nämlich schon hier. 23.000. Ach komm, ich miete. Ich könnte das Geld mit Sicherheit irgendwie zusammenkratzen, aber ich habe jetzt keine. So. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich wollte auf dem einen Missionsfeld da oben anfangen. Das heißt, ich muss da... Ciao! Oh Gott, ich fahre nur 30. Nee, doch. 33. 30. Wie schnell fährt deine Kiste? 25. Oh ja. Dann fahre ich hier davon. Oh, warte. Dann darfst du vorfahren. Bist du? Ich brauche noch ein bisschen. Deswegen hatte ich ja überlegt, ob ich mir den auflege. Jetzt will er mich wieder schieben. Ich sehe das jetzt schon. Uiuiui. Oh Gott. Nein. Ja, dann fahr doch nicht mitten auf der Fahrbahn hier. Ich habe 6 Meter Breite. Hallo, ich muss auf der Mitte fahren. Ich wollte überholen. Hier wird nicht überholt. Also mal ein bisschen schneller hier. Ich versuch's ja. Ich kann dich noch nicht mal anschieben. Ja, ich merke da nicht wirklich viel. Ja. Ja. mal gucken, ob es reicht, um mir den Vorsprung auszufahren. Das könnte knapp werden. Oder auch nicht. Nein! Oh Mann. Schön. So, jetzt aber hier, ich sehe meine Chance. Ja, das geht. Oh Gott, nein, oh. Scheiße, der Berg hatte gebremst. Komm schon noch vorbei. Jetzt komme ich hier mit Vollschwung an. Pass auf. Ja, Straßen. Ui. Ja, bieg du da mal ab. Besser ist das. Blockier ja. Hier. Du hast gesagt, fahr vor. Es hätte sonst keinen Spaß gemacht. Ja. Aber meine Taktik mit da außen rumfahren, die war gar nicht mal schlecht, ne? Es ist... Ja. Ja, bin ich hier eigentlich noch richtig? Ja. Ah ja, da oben blinkt es. Also ich muss meine Sojabohnen noch abgeben, sonst habe ich nichts zum Abladen. Ah, Kacki, ich komm gleich nochmal rumgefahren. Mhm. Wenn ich da mal oben bin. Dauert nur noch, kann sich nur noch um Tage handeln. So, und hier steht auch noch ein bisschen Arbeit, da muss man gleich noch ein paar Sonnenblumen rupfen. Ja, und hier ist noch ein bisschen Mais, der dann morgen geerntet werden will. Ja, hier gibt's zu tun. Ich bin da klar wieder. Ich fange an dem Feld, das am weitesten entfernt ist von allen. Ja, aber du wolltest ein bisschen in meiner Nähe sein. Das kann ich durchaus verstehen, Kaki. Oi.
So. Weißt du, was ich mir jetzt dann gleich noch einzelebriere nach dem Stream? Nein. Baumkuchen. Oh, lecker. Ja, du hast keinen Zugang zu diesem Land. Mimimi. Aber jetzt. Muss ich mal gucken. Ich glaube, die beiden Missionen kommen beide. Bester Stoff 2, bester Stoff 2. Das ist doch perfekt. So, jetzt kann ich den Warnblinker auch wieder ausmachen. So, okay. Waren das jetzt hier? Muss doch hier irgendwie versetzt fahren, ne? Hat der schon ausgeklappt? Ist das jetzt schon Antibird? So, gucken wir mal hier nochmal. Doch irgendwie so hier, oder? Sieht gut aus. Ja, 10% erledigt. Ja. Ich nicht. Nach anderthalb Bahnen. Das Doofe ist ja, das nächste Missionsfeld ist direkt neben dem Shop. Oh. Aber ich habe ja hier oben auch noch irgendwo Baumwolle. Da muss ich nur dann vorher einmal ausleeren. Weil ja die auch passend irgendwo dann zu ihren Missionszielen muss. Ja. Und die andere will ich ja verkaufen. Ich habe gleich eine Reihe von meinen Oliven geerntet. Yay. Geht doch. Naja. Da muss ich mal gucken. Das nächste, und ich bin hier. Dann wäre die 15 als nächstes dran. Genau, da muss ich da rüberfahren. Oh Gott, das sind aber viele Reihen hier, die ich noch ernten muss. Warum fährt denn die Kiste nur 8? Das ist, glaube ich, besser so. Sonst würde man sich ja nur verheddern. Ja, aber es geht ganz gut. Also ich bleibe jetzt nicht wirklich so häufig hängen. Also. Oh. Geht schon. Ich krieg das schon ganz gut hin hier. Sehr schön, sehr schön. Ja, und weiter geht's hier. Ist aber so, da muss man sich voll konzentrieren hier auf die Arbeit. Das ist ja voll wild hier. Gar nicht gewohnt, oder was? Nee, tatsächlich nicht. Gerade zumindest ist beim LS nicht, ne? Also. Tja. Aber da muss man halt sich halt echt aufs Geradefahren konzentrieren. Ja. Und, ja. Weil du musst halt immer so Mini-Lenkbewegungen machen, halt, um gerade in der Spur zu bleiben. Du bist immer voll fixiert auf einen Punkt. Ich, wo du einfach mal ein bisschen wild durch die Gegend gucken kannst, das kannst du dich halt irgendwie knicken, ne? Ja. Aber ich habe schon 2000 Liter Oliven geerntet. Ja, ich habe 3400 Liter Baumwolle. Okay. Bin bei 44%. Boah, hier gibt's keine Prozent. Wirtschafte meine eigene Tasche. Also. Ja, das habe ich dann beim nächsten Feld. Oder bei den nächsten beiden. Aber dann kommt ja noch
Das ganz große Feld. Oh, das werde ich dann zum Abschluss machen. So, ich glaube, wenn wir jetzt noch zurückfahren, dann müssen wir erstmal die Mission abgeben und das Anhängerchen stellen. Sonst schwierig. Da können wir noch schnell den Gacki besuchen. Da fahren wir dann. Cool. Wie lange brauchst du auf deinem Feld noch? Oh, nicht mehr allzu lang. Ja, ich brauche noch ein Minütchen oder so. Zwei. Ja, so lange schon noch. So 5, 6 kurze Bahnen habe ich hier noch. Okay. Und dann muss ich die Baumwolle da erstmal rauskratzen aus dem Teil. Ja, pack's ins Handschuhfach, das geht schon. Ja, ich glaube, das wird schwierig. Ja, da brauchst du schon ein großes Handschuhfach. Geht alles. Also ich habe jetzt 3000 Liter. Weil jetzt erst wieder zum Shop runterfahren, die zweite Mission machen, wäre auch Schwachsinn. Weiß nicht. Wenn es beides zum selben Abgabepunkt kommt. Ja, und dann wieder hier quasi wieder hochfahren auf die beiden anderen Felder. Nee. Ach so. Das wäre ja quasi nur drüben jetzt beim Weinberg den Berg hoch. So, stell Piste mal hier hin. Und dann müssen wir mal das Gerät switchen. Dann nehmen wir mal den hier. Da ist hier irgendwo ein Feldweg. Müsste hinter mir sein. Ach, da drüben ist er. Oder fahr mal über den Gackig sein Feld drüber. Also über dein Missionsfeld. Also. Da musst du aber steil den Berg runter rauschen. Das geht alles. Behaltet euch bitte fest. Plane drauf machen auf die Anhänger. Also du kommst von der Seite. Achso, von da. Ich habe die ganze Zeit von oben geguckt. Hallo, Gacki. Ich habe da was durch den Wald rauschen sehen. Grün auf grün sieht man nicht so gut, ne? Oh. So, einmal Soja abladen, bitte. Warte mal, das war gar nicht so lang hinten an zu abladen. Der müsste, glaube ich, voll sein, der hintere. Auf jeden Fall auch dann die Oliven rein. Sehr gut. Ja, mal gucken. 96,3% haben wir schon. Ja, zwei Bahnen. War ich ganz schön langsam. 324 Euro durch Ernteeinnahmen. War ich wieder verschwenderisch. Okay. Aber wir Vertrag akzeptieren. Ob das jetzt so klug ist, weiß ich nicht, aber mal weg hier. Hast du deine 26 bekommen? Ja. Viel Spaß. 23.000. Oh. Und ich habe keine Ahnung, was ich da mit dem ganzen Soja machen soll, den ich jetzt hier ernte, weil ich habe dafür eigentlich null Verwendungszweck. Na gut, ich könnte jetzt Soja den Kehr stellen, ne? Mhm. Aber will das eigentlich gar nicht. So, guck mal. Nummer 1 ist fertig. So, wie war das jetzt? Unfertigen Ballen abladen. Z. Das ist das Schöne halt bei den Dingen mit den Quaderballen. Einfach auspassen.
Ja, und bei dem Rundballen, da sind halt wirklich die, die in der Vorpresskammer sind, das kriegst du halt nicht raus. Ach, das hier ist. Ach nee, Sonnenblumen. Ich dachte schon, das ist Mais hier. Zuklappen. Klappe schließen. Z. Ah ja, jetzt. So. So. Ja, genau, so. Jetzt müssen wir hier noch kurz den Anhänger treffen. Zum Glück sieht man was in den Spiegeln. Das ist das einzige Geile an diesen Olivenerntern. Man sieht halt echt was in den Spiegeln. Man sieht, wo man hinfährt. Das ist schon echt nice. Das Ja. könnten sie echt in mehr Fahrzeuge einbauen. So, dann rauschen wir mal zum nächsten Feld. Rauschen mit 25, genau. So, kurze Frage, wo sind die nächsten Oliven dann? Sieht gut aus hier. So mal richtig. Servus, geh mal her, mein Bub. Lass mal deine Oliven da. Wo sind da drüben auch noch Oliven? Die sind irgendwie heller wieder. Ach, das sind an die Sonnenblumen. Meine Sonnenblumen? Ja, die direkt daneben ernte ich jetzt. Ah, okay. O oben auf dem Berg. Habe ich dir den Sonnenblumen-Song schon mal gezeigt, Gacki? Nein. Ich glaube bestimmt schon mal, oder? Du bist meine Sonnenblume. Nein. Nicht? Dann Gacki, Nein. du bist einfach echt nicht hier. Du kriegst die wichtigen Dinge des Lebens nicht mit. Das glaube ich auch. So, weiter geht's. Diesmal geht's in die eigene Dash. Die eigene Dash. So, jetzt gucken wir mal, was bringt denn Baumwolle. Was habe ich dir das letzte Mal eigentlich gezeigt? Ich habe es schon wieder vergessen hier. YouTube-Scheiß habe ich dir auch gezeigt. Fresh Dumbledore. Ah, Fresh Dumbledore, genau. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Gacki kennt Fresh Dumbledore. Ja. Kannte, muss man sagen. Jetzt kennt das. Hatte. Oh. Bist du jetzt Fan? Bin mir nicht so sicher. Wenn du denkst, geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Franken an dich her. Ja. Left the channel. Das ist fast so schlimm wie das, was mir Manuel neulich geschickt hat. Ja, was denn? Ein Weihnachts-Remix HBZ. Ab, was ist HPZ? Also sehr viel Bums. Ah, okay. Also das geht irgendwie immer ganz gut los und irgendwann bekomme ich Kopfweh. Ah, okay. Ist dann einfach da bin ich dann doch schon wieder zu alt so. Ja, was ich gar nicht haben kann, ist oh Gott, wie es gibt so Hip-Hopper oder Rapper, die versperren oder die verzerren ihre Stimme so komisch. Es hört sich immer an, als ob die, weißt du, die beim Schallplatte die Geschwindigkeit ein bisschen drosselst und dann Oh. so. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo sind denn hier noch Oliven dann, wo nicht? Hast du bist olivig. Bist du noch olivig? Nee, du bist nicht mehr olivig. Genau. Ja, und ob Andi seine Oliven noch findet oder nicht, erfahren wir morgen. Für heute ist schon wieder Feierabend. Man mag es nicht glauben. Die Zeit, die rennt hier wie noch was. Ich hab ein kleines Feld geerntet und das war's. Ja, aber wie gesagt, morgen um 12 geht's weiter. Schaut gerne wieder rein. Ich würde mich freuen. Bis dann. Macht's gut und tschüss. Tschüssikowski, Däumchen da lassen und wenn ihr solche Evergreens habt, ne, die man unbedingt mal gesehen haben muss, wie Fresh Dumbledore, bitte mal in die Kommentare reinhauen. Und der Gacki kennt bestimmt die Hälfte davon nicht. Wir müssen immer aufschlauen. Ne? Also, bis morgen. Tschüss.